Ein weiterer Film mit männlichen Superhelden. Und ich war nicht mal dabei. Das wird nicht aufhören. Es wird weitergehen. Wir brauchen ein Team. Eines aus Frauen. Ein Team aus Superheldinnen. Ich werde euch nun einen Filmausschnitt zeigen und ihr erklärt mir, was ihr daran unangenehm findet. Das kann ich nicht akzeptieren. Grafische Gewalt gegen Frauen. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Gute Kantine. Jetzt, da wir alle auf einer Wellenlänge sind, schaue ich mal, wer denn hier so dabei ist. Woman Girl, welche Fähigkeiten hast du? Ich bin Woman Girl. Ich bin eine Frau. Okay. Was kannst du? Ich bin so stark und unabhängig und toll. Nevermind. Wer ist denn noch hier? Empowerman. Was sind denn deine Fähigkeiten? Ich kann mich empowern. Was auch immer ich mir darunter vorzustellen habe. Und zuletzt, oha, der Name gefällt mir. Feminist Man. Ja, das bin ich. Kennen wir uns irgendwo her? Nö. Gut, dann hätten wir das ja schon geklärt. Ja. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ihr alle hier seid. Nun ja. Es gibt bereits zwei Superhelden-Teams, die nur aus Männern bestehen. Dem setzen wir nun ein Ende. Ja. Ja. Da haben wir jetzt schon ganz schön was geleistet, muss ich sagen. Ja. Wie bitte? Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Ma, das kannst du doch nicht machen. Ha. Hey, was ist denn jetzt los? Das kann ich nicht akzeptieren. Panic Man, schnell, wir haben ein Problem. Was denn? Jemand fehlt. Wer fehlt? Ich vermute Ironieman. Ja, Ironieman ist weg. Ich kann ihn nirgends finden. Hey, soll ich euch helfen? Okay, ich bin Reflexman, das ist Panicman. Ironieman ist sonst halt auch noch da, ne? Ich bin plötzlich da, Woman. Ich nehme da mal keine Stellung zu. Ja, und wie finden wir jetzt Ironieman? Wir suchen im Umkreis von 53 Kilometern alles ab. Dann müssten wir... Ja, ich glaube, damit können wir es jetzt nicht aufnehmen. Vielleicht ist er da drin. Nö. Ey, sag mal, warum sind denn da nur Männer in eurem Team? Naja, wir haben nur männliche Sprecher. Du meinst nur einen Sprecher? Abscheulich. Ich bin Woman Girl. Ich bin so stark und unabhängig und toll. Aha. Und das sind Feminist Men und Empowerment. Mich kennt ihr ja schon. Freut mich. Jetzt lenk nicht vom Thema ab. Wir können es nicht länger dulden, dass das Lampe Internetic Universe von zwei Männerteams dominiert wird. Och. Es muss ein Gleichgewicht herrschen. Für Gerechtigkeit. Aber als ob wir jetzt einfach unser Team auflösen, nur weil... Dann lasst ihr uns keine Wahl. Das kann ich nicht akzeptieren. Jetzt komm mal her. Die Magnese-Eiscreme gibt's auch hier im Kino. Wie bitte? Ich habe ein Geheimnis. Ich bin wirklich Feminist-Man und nicht Ironie-Man. Ironieman, da bist du ja. Wir haben die ganze Zeit nach dir gesucht. Oh. Warte, was? Also, das ist neu. Stopp! Gewalt ist keine Lösung. Nein, wir haben keine Chance. Wir müssen fliehen. Angst. Weg. Also ganz ernsthaft mal, was ist falsch mit euch? Feminist Man, was ist falsch mit dir?
Also, dass das auch noch niemand geschnallt hat. Ich bin nicht Feminist-Man. Feminist-Man hat nichts mit euch zu tun. Ich bin Ironie-Man und was ihr da tut, das kann ich nicht akzeptieren. Wie, Fleckman, geht's dir eigentlich gut? Ja, Colonel. Gut. Und ihr? Repräsentation als Agenda zu benutzen, entnormalisiert eben diese. Wir sind doch nur alle hier, um irgendwelche böse aussehenden Typen fertig zu machen. Hi. Warte mal, Ironie-Man, hast du das gerade alles ernst gemeint? Ja. Was meinst du jetzt eigentlich ironisch und was nicht? So gut wie ihr mich versteht, dürftet ihr ein sehr guter Teil in unserem Team sein. Ja, immerhin war das ein echt guter Versuch. Nein. Du verstehst mich immerhin.